Create Life ist ein Modpack, in dem durch verschiedene Maschinen so gut wie alles möglich ist, was man sich vorstellen kann. Dieses Jahr findet das Projekt das erste Mal als Skyblock-Variante statt und neben vielen anderen YouTubern war natürlich auch ich mal wieder mit dabei. Im heutigen Video seht ihr, wie ich das erste Mal auf den Server joine und über eine Woche nach dem offiziellen Start endlich meine eigene Insel erstelle. Mein Ziel hier war es eigentlich nur irgendeine Itemproduktion zu automatisieren, doch diese Aufgabe war mitten im Himmel für einen Noob wie mich dann doch deutlich schwieriger als gedacht. Viel Spaß. Let's go, Create Life 5, es geht rein. Let's go, da sind wir auf der Startinsel und ich merke direkt, wie es ein bisschen leckt. Okay, ich habe absolut keine Ahnung, was hier abgeht. Wir sind auf einem riesigen Luftschiff gespawnt und mehr weiß ich auch nicht. Okay, also wir haben hier eine Map und scheinbar haben sich die Leute hier schon lang gebaut. Also hier scheint eine Insel zu sein. Ey, und ich verliere jetzt schon Hunger. Ich hoffe, dass wir vielleicht irgendwie andere Spieler finden können, die mir ein bisschen Essen oder so geben und mich mal rumführen. Aber wie zur Hölle komme ich hier raus? Wie komme ich runter von dem Luftschiff? Also den Sprung schaffe ich auf gar keinen Fall. Vielleicht müssen wir in den Nether gehen. Also wie gesagt, das Projekt läuft schon seit einer Woche. Ich habe mich im Vorhinein natürlich mal wieder 0,0% irgendwie informiert. Das heißt, ich habe keinen Plan, was die anderen Spieler gemacht haben. Ich habe keinen Plan, was überhaupt die Mission hier ist. Das Einzige, was ich weiß, es ist Skyblock und man kann mit Maschinen eigentlich alles automatisieren. Vielleicht müssen wir hier durch. Mal gucken, was da passiert. Okay, wir sind in einer riesigen Maschine. Und hier ist Just Noah. Hey! Hey, was geht? Was geht? Hast du dich auch mal hier eingefunden? Ja, Mann, aber es laggt Todes bei mir. Warum? Naja, weil da diese komische Schimmerinsel von Jan ist. Ja, cool. Ja, das ist die Insel. Es gibt zwei große Teams und die meisten anderen Leute spielen einzeln. Wie kann man einzeln spielen? Du musst L drücken. Ja. Und dann kannst du ein Team erstellen. Und auswählen, auf welcher Insel du spawnen möchtest. Dann kriegst du eine eigene Insel und bist dein eigenes Team. Ja, todeswild. Ich danke dir. Kein Problem. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss. Wir gehen jetzt erstmal zurück auf L. Dann erstellen wir unsere eigene Insel. Die heißt natürlich Jukebox Island. Ich denke, das sollte logisch sein. So, dann können wir hier, glaube ich, die... Können wir hier die Schwierigkeit auswählen? Ja, okay. Also es gibt einfache, es gibt harte, die aussehen wie ein Brunnen oder wie eine Erde. Das ist alles sehr, sehr kritisch. Wir haben da einmal diese Basic-Insel, dann eine Cherry Grove-Insel, ist immer sehr schön. Und eine Spruce-Insel. Ich glaube, Cherry Grove ist mein Way to go. Wir drücken auf Create und ich glaube, dann sollte das funktionieren. Willkommen zu Minecraft Skyblock, aber es gibt Maschinen, aka Create Life 5. Okay, ich bin sehr gespannt, wie wir reinstarten. Ich hoffe, wir werden ein bisschen durchgeleitet. Wie gesagt, ich habe das Ganze letztes Jahr zu Create Life 4 schon mal gemacht. Damals war es mein Ziel, eine Eisenfarm zu bauen. Heute will ich wieder eine Farm bauen, allerdings habe ich mir da kein bestimmtes Material rausgesucht, sondern ich will einfach irgendwas automatisieren und dann bin ich schon glücklich. Und falls ihr euch wundert, was daran so schwer sein soll, ich bin verdammt dumm. Ich kann sowas nicht. Ich habe keine Ahnung von Technik, keine Ahnung von Mobpacks. Wir starten rein. Okay, was haben wir hier in der Kiste? Wir haben Eis und wir haben einen Lava-Eimer. Also Classic Skyblock-Sachen. Klar, es ist ja auch Skyblock. Das ist das Besondere an dieser Staffel. Ich würde sagen, wir bauen erstmal ein bisschen Holz ab, um genau zu sein, alles. Das schöne pinke Holz. Und dann stellen wir uns ganz Classic die Standard-Tools ran. Beziehungsweise her. Es ist Sonntag, ich bin gerade erst aufgestanden. Ich kann schon wieder nicht reden. Boah, der Sonnenuntergang auf unserer eigenen Insel. Es sieht wunderschön aus. Let's go! Wir haben auch hier alle Standard-Tools zusammen. So, dann bauen wir hier erstmal natürlich noch den Baum zu Ende, weil wir brauchen die Saplings unbedingt. Holz ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, wie in jeder Skyblock-Challenge eigentlich. Wir haben auch direkt den ersten Sapling wieder rausbekommen. Das ist super, super important. Und ich glaube, der Baum ist eigentlich fertig abgebaut. So, also Noah hat mir auch gesagt, dass ich auf jeden Fall in die Advancement schaue. Oh! Okay, ich glaube, das hier ist so ein kleiner Anfänger-Guide. Das ist wichtig. Das erste Advancement, willkommen zu Create Life 5, haben wir schon. Let's go, ich bin der Beste. Und ich glaube, die erste Reihe, die wir abarbeiten müssen, ist erstmal das hier oben. Der Stein kommt ins Rollen, haben wir schon, weil wir haben ja Stein bekommen. Und als nächstes können wir uns dann einen Grinder herstellen, passend zur Legalisierung. Oder Human Energy, Hände an die Cox. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich glaube, wir müssen einen Stone Miller, also eine Steinmühle machen. Aber wie macht man das? Können wir das hier drüben vielleicht sogar suchen? Ja, okay, okay. Wir haben ein Crafting-Rezept für die Steinmühle. Aber, okay, Cobblestone kriegen wir hin. Normale Steinslabs kriegen wir auch hin. Aber was ist ein Stone-Casing? Oh, okay, okay. Ich glaube, ich verstehe es. Ich weiß. Für Leute, die Plan von dem Modpack haben, ist das ganz, ganz schrecklich gerade anzuschauen.
anschauen. Aber ich habe keinen Plan, okay? Ich bin nicht der Intelligenteste. Ich habe nicht umsonst mein Studium abgebrochen. Ich glaube aber, wir müssen mit Cleanstone einfach auf einen Holzblock hauen, beziehungsweise auf einen entrindeten Holzblock. Und so bekommen wir dann den Stone Casing raus, mit dem wir uns einen Milestone herstellen können. Beziehungsweise Millstone heißt das Ganze eigentlich. Okay, das kriege ich hin. Das ist mein erstes Ziel, ich schaffe das. Okay, das bedeutet, wir brauchen zuerst mal einen Ofen, weil wir benötigen ja Cleanstone dafür. Dann schmelzen wir natürlich erstmal ein bisschen was, holen uns direkt noch mehr Stein ran. Okay, wir versuchen mal so ein Stone Casing herzustellen. Ich glaube, ich kriege das hin. Wir brauchen einen entrindeten Holzstamm, dann einmal Cleanstone und müssen das einfach nur rechtsklicken und so kriegen so den Block raus. Wir haben den Stone Casing, das war super easy. Und jetzt brauchen wir nur noch 4 Stone Slabs und 4 Cobblestone. Dafür haben wir eigentlich auch alles schon. Zack, zack, zack. Dann Cobblestone, das Ding in die Mitte und ich habe es genau falsch rum gemacht, der Klassiker. So, nächster Versuch und wir haben unsere Mühle. Okay, sehr nice. Ich habe nur absolut keine Ahnung, was wir damit jetzt machen können. Okay, ich finde schon noch heraus, warum das gut ist. Das scheint auf jeden Fall wichtig zu sein und sieht ultra cool aus. So, was ist denn das nächste Advancement? Sandy, kein Sand im Getriebe. Ich glaube, dafür brauchen wir Sand oder Redstone für das nächste Advancement. Oder Human Energy, Hände an die Cogs. Was sind Cogs? Das hört sich falsch an. Oh, das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn. Ich bin ein Fuchs. Findet ihr nicht auch, das hier sieht irgendwie aus wie so eine Kurbel, an der man drehen kann? Ich muss ganz kurz überprüfen, was Cogs auf Deutsch heißt. Okay, Google, was heißt Cogs auf Deutsch? L.A. Cox, transitives Verb, steuern, TR. Steuern? Ich glaube, ich habe es falsch geschrieben. Zahnräder. Okay, also vielleicht brauchen wir Zahnräder, um diesen Millstone zu aktivieren. Oh, ich bin so blöd, wirklich. Ich glaube, zum letzten Crate Live habe ich das Ganze genauso gemacht, hatte auch keinen Plan. Das ist jetzt ungefähr ein Jahr her und ich konnte mir trotzdem nichts merken. Es ist so dumm. Oh, Handcrank. Das scheint gut zu sein. Ich glaube, das ist so eine Kurbel. Die können wir uns sogar craften. So, zack, zack. So machen wir uns eine Kurbel und können wir die... Oh, wir können die platzieren und das hier drehen. Wir können die platzieren und unseren Mühlenstein drehen. Müssen wir da so Items reinwerfen? Nö. Vielleicht geht das nur bei Cobblestone. Oh, wir können da Cobblestone reinwerfen. Okay, und dann können wir das hier drehen und dann muss ja irgendwas passieren. Ich drehe jetzt einfach mal. Ich drehe komplett durch. Passiert hier irgendwas? Funktioniert das? Da passiert gar nichts. Oh, hier unten. Hier unten ist der Eingang. Und wenn wir das so... Ja! Oh, die Mühle dreht sich. Die Mühle dreht sich. Und jetzt muss ja mit der Zeit was passieren. Jetzt muss ja... Okay, wir packen das Cobblestone rein. Und wenn wir den Spaß jetzt drehen... Oh, da wird was gegrindet. Seht ihr das? Da wird was gegrindet. Irgendwas passiert. Und es hat aufgehört. Wir haben Gravel draus gemacht. So können wir aus Cobblestone Gravel machen. Boah, ich bin der Intelligenteste. Boah, ich fühle mich gerade wirklich so, als würde ich das Feuer neu entdecken. Als wäre ich irgendein Neandertaler und irgendwie der erste Mensch auf der Welt. Okay, aber um wirklich das Advancement fertig zu machen, brauchen wir... Wie machen wir Sand halt? Können wir Gravel nochmal grinden? Vielleicht können wir Gravel nochmal grinden und dann kriegen wir Sand raus. Oh, da gibt's Partikel. Es gibt Partikel. Und jetzt ist... Ich bin so intelligent. Ich bin so unglaublich intelligent. Wenn wir Gravel nochmal grinden, kriegen wir Sand raus und haben das nächste Advancement. Es ist ein langer Weg zur ersten Automatisation. Ich glaube, das sagt man nicht so, aber ich schaff das. Ich kriege das hin. Okay, wir haben Sand. Das ist gut. Oder können wir auch Quarz daraus machen? Wie lange können wir diesen Spaß weitermachen? Okay, nee, Sand können wir gar nicht reinwerfen. Als nächstes Advancement brauchen wir Quarz, aber keine Ahnung, wie man daran kommt. Wir kriegen das hin. Ich bin von den ganzen Eindrücken absolut überfordert. Aber wir machen erstmal den hier Weg hier weiter. Wir holen uns so eine neue Kurbel. Ich glaube, die können wir uns nämlich auch bald herstellen. Ja, genau. Dafür brauchen wir nur unsere normale Kurbel und 4 Planks. Das schaffen wir. So, zack. Zack, 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 zack. Und wir haben eine bessere Kurbel und das nächste Advancement. Ich habe nur keine Ahnung, was das halt bringt. Das Ding können wir hier auch platzieren. Oh, das ist eine automatische Kurbel. Und die können wir dann mit einem Zahnrad irgendwie die ganze Zeit bepowern. Okay, wir haben hier kein weiteres neues Advancement freigeschalten. Aber ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist gut. Ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt Redstone bekommen oder Quarz oder Calcium oder so. Ich würde sagen, wir holen uns deswegen erstmal Holzkohle ran. Und ich glaube, dann geht es darum, auch diesen ganzen Grind-Prozess zu automatisieren, dass ich mich da nicht die ganze Zeit hinstellen muss. Let's go, da ist sie und auch direkt das Kohle-Advancement.
nichts. Shoutout an Gronkh an der Stelle, wer das Meme kennt. Kohle, 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 Kohle. Ist eine absolute Minecraft-Legende. Okay, jetzt können wir uns hier so einen Ventilator herstellen oder irgendwie einen Blaze-Burner. Okay, also ein Blaze-Burner klingt ziemlich gefährlich. Ich glaube, dafür müssen wir in den Nether. Wir starten hier erstmal mit dem Ventilator rein. Okay, wir brauchen Andesite-Casing. Dafür brauchen wir was ist das? Was ist das alles? Okay, das wird kompliziert. Was passiert hier? Oh, das ist interessant. Wenn man Sand schmilzt, dann kommt Quarz raus. Und ich weiß nicht, was mir das bringt, aber das ist auf jeden Fall auch ein Advancement. Das heißt, wir packen das Ding rein und es funktioniert sogar. Ey, wir haben Quarz. Wunderbar. Oh, und es gibt kein neues Advancement. Das ist in Ordnung. Das Einzige, was hier oben jetzt noch steht, ist Redstone. Aber wie machen wir uns das? Okay, also für Redstone brauchen wir... Naja, gut, wir müssen roten Sand crushen, aber ich weiß nicht, wie wir roten Sand bekommen. Indem wir Granit in eine Mühle tun. Und wie kriegen wir Granit? Oh, Granit kriegen wir mit 4 Sand und einem Netherquarz. Alright, also dann, wir kombinieren das hier, kriegen Granit raus und können diesen jetzt hier einmal auch wieder in den Grinder tun. Und wenn wir das Ganze jetzt drehen, dann sollte da am Ende eigentlich Redstone rauskommen. Ah nee, roter Sand und den müssen wir jetzt nochmal grinden für Redstone. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe das Ganze gegrindet, aber es ist einfach weg. Es kam kein Redstone raus. Aber hier steht, das funktioniert mit einer Mühle. Oh, 35%ige Chance. Okay, okay, alles gut. Dann grinden wir einfach noch das letzte Granit. Ist auch kein Problem. Alright, wir haben durchgegrindet und tatsächlich 2 Redstone bekommen. Okay, damit sind hier oben die Basic Advancements abgehakt. Jetzt geht es wirklich darum, Maschinen zu bauen und das Ganze irgendwie zu automatisieren, dass ich nicht die ganze Zeit hier stehen muss. Ich glaube, bevor wir uns da jetzt reinstürzen und es unfassbar weird wird, baue ich mir hier erstmal den Cobblestone-Generator auf. Das hätte ich schon früher machen sollen. Zack, wir machen das Wasser dahin, die Lava dahin. Einmal Slabs drüber, damit das alles kein Feuer fängt. Und dann können wir hier die ganze Zeit Cobblestone farmen, was wir gleich auf jeden Fall für den Progress brauchen. Okay, Mission Nummer 1, Andesite. Dafür brauchen wir 4 Cobblestone, das schaffen wir. Und wir brauchen außerdem 4 Diorite, wovon ich sogar noch was habe. Das habe ich ja ganz übersehen, wir haben das ja. Let's go, daraus kriegen wir Andesite, das ist die halbe Miete. Dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch Industrial Iron Nuggets oder Zink Nuggets. Aber da weiß ich halt absolut nicht, was abgeht. Oh, okay. Wir kriegen Zink Nuggets raus, wenn wir Azurine mühlen. Und auch aus Zink Nuggets kann man sich das herstellen. Aber was ist Azurine jetzt? Okay, Kalzit kriegen wir auf jeden Fall. Aber was sind Crushed Sunflower Seeds? Dafür brauchen wir Sunflower Seeds, die wir... Es ist super kompliziert. Wir brauchen Sonnenblumen. Ich habe ja mit allem gerechnet, aber nicht damit, dass wir Sonnenblumen brauchen. Okay, wir haben Sunflower Seeds, aber es gibt die Dinger halt nur begrenzt hier drauf. Das ist super kompliziert und kann nur nicht die Lösung sein, weil wir haben nur eine Sonnenblume zu Beginn. Also wir können das hier jetzt grinden und werden die Sonnenblumenkerne auf jeden Fall nicht rausbekommen, weil auch da gibt es wieder eine bestimmte Chance nur. Wir müssen irgendwie an mehr Sonnenblumen kommen, sonst schaffen wir das nicht, glaube ich. Das heißt, wir brauchen Bone Meal, um mehr Sonnenblumen herzustellen. Und Bone Meal... Oh! Okay, wenn wir Kalzit grinden, bekommen wir Bone Meal raus. Mit einer 10%igen Chance. Ich weiß, es sieht nicht so aus, aber an dieser kleinen Sonnenblumenfarm habe ich gerade die letzten 1,5 Stunden dran gearbeitet. Insgesamt besteht dieses Ding aus gerade mal 12 Pflanzen. Aus irgendeinem Grund wachsen die aber wirklich extrem langsam. Ich habe mich also die ganze Zeit AFK hingestellt, habe erstmal Cobblestone gefarmt, dann habe ich das hier alles durchgegrindet, dann daraus Kalzit gemacht, dann daraus Bone Meal gemacht und am Ende haben wir jetzt diese ganz kleine Sonnenblumenfarm und hier drin außerdem 12 Bone Meal, 3 Sonnenblumen Seeds und 2 weitere Sunflowers. So, mit dem Bone Meal drücke ich hier jetzt erstmal drauf und verarbeite das sozusagen in neue Sonnenblumen. Insgesamt haben wir jetzt also 14 Stück, die müssen wir als nächstes in den Grinder packen. So, mit einer 80%igen Chance kriegen wir dann daraus jeweils einen Sonnenblumenkern raus. In dem Fall sind das Ganze jetzt 12 Stück.
Stück, das ist relativ solide. Genau diese müssen wir jetzt nochmal in den Grinder tun und dann natürlich auch die grinden, damit wir Crushed Sunflower Seeds rausbekommen. Let's go, das hat funktioniert. Sehr, sehr wichtig, dadurch bekommen wir auch ein neues Advancement. Dementsprechend glaube ich auch, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind. Der nächste Schritt ist nämlich Azurine herzustellen. Um das zu tun, brauchen wir halt diese Crushed Sunflower Seeds und außerdem jeweils 2 Kalzitblöcke. Ah, okay, und dafür haben wir Quarz gebraucht. Dann muss ich mir davon jetzt erstmal ein paar herstellen. Oh, es gibt hier ein Wasserrad. Es gibt ein Wasserrad. Das könnte besser sein. Hier, ein Water Wheel. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich grinde gerade die ganze Zeit darauf, dass ich mir diesen Ventilator herstellen kann, weil ich denke, dass das die einfachste Möglichkeit ist, Sachen zu automatisieren. Dabei hätte ich mir die ganze Zeit schon ein Wasserrad herstellen können, was überhaupt nicht teuer ist. Oh mein Gott, ich bin so blöd. Ich glaube, ich weiß, wie wir das hier deutlich leichter automatisieren. Wir nehmen uns hier einen Schaft raus, den wir ja schon haben, können den mit 8 Cherry Planks kombinieren und haben unser Wasserrad und damit auch neues Advancement freigeschalten. Wir können hier einfach Wasser lang fließen lassen aus dem Cobblestone-Generator und so dann Energie erzeugen. Es war die ganze Zeit so einfach. Seht ihr das? Das Ding hier in der Mitte dreht sich und das können wir jetzt hier mit dem Grindstone kombinieren. Wir können hier was rausmachen, was sich die ganze Zeit dreht, hier was reinmachen, was sich drehen muss und brauchen jetzt hier nur noch einen, naja, sozusagen einen Umwandler, der das Ganze da hochbringt. Wir stellen uns einmal 4 Zahnräder her, müssen diese jetzt mit einem Andesite-Casing verbinden und können diese Gearbox dann so zu einer parallelen Gearbox machen, die können wir so drehen und wenn ich das Ding jetzt hier platziere, dann dreht sich der Grinder. Und können wir da jetzt Cobblestone reinwerfen und das wird automatisch gegrindet. Wir haben es geschafft, den Grinder zu automatisieren. Das ist noch keine automatische Maschine. Das ist noch nicht das Ende des Videos. Wir stellen so noch nicht automatisch Items her, aber das erspart uns eine Menge Arbeit. Okay, jetzt kann ich mal gucken, was es sonst noch so für Maschinen gibt. Da haben wir ja hier relativ viel freigelegt. Und ich finde, das klingt eigentlich interessant. Autokabel. Ich glaube, damit können wir automatisch Cobblestone farmen. Dafür brauchen wir einfach nur 3x Glas, eine Andesite-Casing und einen Schaft. So, dafür müssen wir dann einmal das hier so platzieren. Hier das Glas drumrum. Und ich glaube, das ist jetzt genau das Item aus dem Advancement. Genau, wir bekommen's. Die einzige Frage, was mache ich jetzt damit? Was bringt mir das? Oh, wir haben ein Tutorial. Was ist das? Oh, okay, okay. Vielleicht. Vielleicht verstehe ich es. Vielleicht nicht. Vielleicht verstehe ich es aber auch. Okay, also auf dem Tutorial sah es so aus, als müsste das Ding in die Mitte. Und da muss Lava bzw. Wasser hin. Okay, wenn wir das hier drehen, dann passiert auf jeden Fall was. Irgendwas passiert. Werden jetzt... Es macht Cobblestone! Es macht Cobblestone, die wir uns nehmen können! Jetzt müssen wir das nur noch irgendwie automatisieren. Und das natürlich am besten, indem wir die Energie aus dem Wasser hier benutzen. So, packen wir von hier drüben mal den ganzen Spaß ein. Ich glaube, ich krieg das hin. Okay, das... Oh, das Rad dreht sich. Das Rad dreht sich schon mal. Jetzt müssen wir halt nur noch irgendwie hier die Energie um die Ecke bringen. Theoretisch könnten wir dafür hier diese Gearbox benutzen. Und wenn wir da einen... Warum dreht sich das nicht? Ah, weil da keine Lava ist. Zack. Er funktioniert. Er macht was. Es ist super langsam. Es ist super langsam. Aber das Ding macht automatisch Cobblestone. Guckt euch das an, Freunde. Ein unfassbar langsamer, aber funktionierender, automatischer Cobblestone-Generator. Das bedeutet, hier wird die ganze Zeit automatisch Cobblestone generiert. Das können wir uns mit einem Rechtsklick rausnehmen. Dann zum Beispiel hier in den Grindstone werfen und der grindet das Ganze automatisch. Ey, ich bin absolut begeistert. Klar, das Ganze hat ewig gedauert. Ich saß da jetzt 5-6 Stunden dran, aber es fühlt sich unendlich gut an, aus dem Nichts eine automatische Maschine gebaut zu haben, auch wenn es nur Cobblestone ist. Wenn ihr das Ganze so cool findet wie ich und mich für mein Grind unterstützen wollt, dann könnt ihr sehr, sehr gerne jetzt mal ein Like und ein Abo da lassen. Vor allem letzteres würde mich dabei wirklich extrem unterstützen, weil ich bis Ende des Jahres noch die 500k erreichen will. Mir persönlich macht dieses Projekt extrem Spaß und ich hätte wirklich Lust, noch eine zweite Folge dazu zu machen. Wenn ihr diese auch haben wollt, dann schreibt das unbedingt jetzt mal in die Kommentare. Ich bin mir sehr sicher, das war erst der Anfang. Mit diesem Modpack ist noch so viel krasseres Zeug möglich. Um die Zeit bis dahin zu überbrücken, könnt ihr euch sehr, sehr gerne mal das letzte Create Life 4 Video anschauen. Das seht ihr jetzt in der Endcard verlinkt.
Ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass wir uns dann am Samstag zum nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, haut rein und ciao.